jetzt tatsächlich, wie gerade besprochen, in den Tagesordnungspunkt 22 eintreten. Und dazu liegt zunächst ein Änderungsantrag Fraktion Die Linke vor. Herr Wirtz, bringen Sie ihn ein. Und danach starten wir in die Fraktionsrunde. Es würde beginnen, die AfD-Fraktion, sofern gewünscht. Herr Wirtz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, am Montag gab es eine denkwürdige Sitzung im Finanzausschuss, die die schlimmsten Befürchtungen, die wir hinsichtlich der Kostenentwicklung des Kulturpalastes hatten, also auf eine Weise übertroffen hat, die ich bisher noch nicht erlebt habe. Wir sind über 2-3 Jahre in Sicherheit gewiegt worden, dass der Kulturpalast termingerecht und im Budget inklusive des Aufbrauches eines Sicherheitsbudgets fertig werden würde. Seit August letzten Jahres röckelte diese Fassade vehement. Im Aufsichtsrat der Kommunale Immobilien Dresden, GmbH und Co. KG im Übrigen, und in der Lenkungsgruppe wurden wir informiert, es gäbe mit einem Schlage kurz vor Ende des Projekts eine Fülle von Nachträgen, die die Baukostengrenzen sprengen, und es müsste überlegt werden, wie die Fehlkosten, wie der Fehlbetrag gedeckt wird. Das hat für meine Begriffe von August bis Dezember erstaunlich lange gedauert, dass die Geschäftsführung der KID und auch die Bauleitung überhaupt eine Kostenprognose abgeben konnte, um wie viele Nachträge es sich da handelt, geschweige denn, dass diese Nachträge auf Stichhaltigkeit geprüft werden, waren oder nicht. Noch zu Weihnachten waren wir uns einig, dass wir ein gewisses Verständnis für die Situation haben und noch einmal 10 Millionen zum Kulturpalast nachschießen. Das ist in der Weihnachtssitzung im Dezember passiert. Wir sind in die Weihnachtsferien gegangen und bereits Ende Januar wurden wir zu einer weiteren außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der KID geladen, wo es wiederum hieß, wir kommen mit dem Geld nicht hin. Es sind noch einmal Nachträge eingegangen. Und ich frage mich wieder, wie es sein kann, dass 2 Monate vor der Einweihung, wo in einem Monat die Bauarbeiten abgeschlossen sein müssen, damit wir die Abnahmen machen können, die Bauaufsichtlichen, und auch dieses Gebäude in Betrieb nehmen können, wo ein Probebetrieb vorhergehen muss, wo die Nutzer, die Herkuleskeule, die Philharmonie und die Bibliothek auch einziehen können müssen, wie denn das sein kann, dass die Kosten erst jetzt auf dem Tisch liegen. Und in der Sitzung des Aufsichtsrates und auch in der Sitzung der Lenkungsgruppe wurde dann von einem knappen 4-Millionen-Betrag gesprochen, 3,8 Millionen. Jetzt wäre aber wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. So sind wir dann in die Sondersitzung des Finanzausschusses am Montag gegangen. Am Montag kam der Geschäftsführer, Herr Walter von der KID, und verkündete, inzwischen würden für 7,8 Millionen Euro Nachträge da liegen. Der Finanzausschuss hat dann zunächst mal einen Kreditrahmen beschlossen, nämlich aber nicht 3,8 Millionen, wie vorher angesagt worden, sondern immerhin schon 4,3 Millionen. Ich sage jetzt aber, mit der Erfolgsbilanz, mit der die Bauleitung bisher Nachträge nicht abweisen konnte, werden wir uns am Ende bei 7,8 Millionen mindestens wiedersehen. Und deswegen haben wir uns als Linke entschlossen, obwohl wir immer vor den Mehrkosten gewarnt haben, die ein so komplexer Umbau im Bestand des Kulturpalastes verursachen würde, dass wir hier einen Änderungsantrag machen, weil wir einfach erkennen, dass wir auf das Projekt keinen Einfluss mehr haben. Die Karten sind ausgespielt. Wir zählen auf dem Tisch nur noch die Punkte zusammen. Es geht nur noch um die Stichhaltigkeit der Augen, ob sie zählen oder nicht, aber am Spielverlauf ändert sich jetzt nichts mehr. Wenn wir den Kreditrahmen zu eng schöpfen, können 2 Dinge passieren. Das erste, wir sehen uns mit Sicherheit in der nächsten, allerspätestens in der übernächsten Sitzung wieder mit einer Sondervorlage, mit einer Eilvorlage, das den Kreditrahmen zu erhöhen, haben dann die gleiche Schleife wieder mit Presse, mit wie konnte das passieren,
viele Sondersitzungen, wo ich dann im Prinzip in drei Sitzungen gehe, Finanzausschuss, Lenkungsgruppe und Aufsichtsrat, immer wieder das Gleiche höre. Das bringt überhaupt nichts, diese Sitzung. Und deswegen der Vorschlag, gleich den Kreditrahmen auf 7,8 Millionen zu erweitern, damit der Bürgermeister den unabweisbaren Nachträgen und den auch nachgeben kann und die Liquidität der KED zu sichern. Denn was passiert sonst, wenn irgendetwas schief geht, wenn der Kreditrahmen nicht rechtzeitig erweitert wird, wenn Nachträge nicht beauftragt werden können, dann werden die Baufirmen die Sachen packen, von der Baustelle verschwinden und wir gefährden den immer noch haltbaren Eröffnungstermin am 28.04., worauf die Stadt weitere Folgekosten zukommen würden. Denn die Eröffnungsveranstaltung ist angesagt, die Veranstaltungen bereits auch dann im Mai sind im Verkauf, Konzerte mit großen Künstlern, Anne-Sophie Mutter und ich glaube auch Roland Kaiser. Und dort kommen dann am Ende Schadenersatzforderungen von uns zu. Deswegen die Bitte, geben wir dem Oberbürgermeister den Rahmen, die geprüften, unabweisbaren Nachträge freizugeben und ersparen Sie uns eine weitere Schleife. Das Rechnungsprüfungsamt wird am Ende sowieso den Geschäftsverlauf und die Baustelle prüfen. Das heißt, es ist auch gesichert, dass keine ungerechtfertigten Nachträge beauftragt werden. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. AfD das Wort gewünscht. Herr Engler, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, in der vergangenen Sondersitzung des Kulturausschusses, da habe ich beispielsweise gefragt, ob denn der Stadtrat für irgendwelche Entscheidungen bzw. für die Mehrkosten, die entstanden sind, in irgendeiner Weise zur Verantwortung gezogen werden könnte. Der Herr Walter von der KED antwortet dazu noch, ja, flapsig könnte ich Ihnen sagen, Sie haben damals beschlossen, dass der Kulturpalast renoviert und entsprechend als Konzertsaal hergerichtet wird. Ja, das ist ganz nett. Gott sei Dank war die AfD-Fraktion damals noch nicht im Stadtrat. Und dennoch in der Verantwortung dessen, dass wir natürlich auch wollen, dass dieses Gebäude nur endlich fertiggestellt wird, haben wir gar keine andere Wahl, als jetzt dieser Millionensumme zuzustimmen. Das Problem dabei ist aber was ganz anderes. Wir sind damals 2014 hier frisch in den Stadtrat eingezogen und haben hier beispielsweise auch dieses nette Gremium der Lenkungsgruppe kennengelernt. Es wurde uns so dargestellt, also auch mir, es geht eben darum, halt den Prozess des Baus besser verfolgen zu können, informiert zu werden über die Entwicklung, auch über den Kostenrahmen. Es wurde immer alles super schön dargestellt bis im September letzten Jahres. Und auf einmal, ja, spontan war das dann vorbei und man brauchte ganz dringend 10 Millionen Euro. Jetzt braucht man noch wieder weiteres Geld, jetzt wahrscheinlich noch weitere 7,8 Millionen. Wir stimmen jetzt zumindest wenigstens über 4,3 ab. Und das ist schon eine sehr tragische Geschichte. Und wie gesagt, der Herr Walter hat selbst gesagt, der Stadtrat ist nicht verantwortlich, selbst die Mehrheit nicht, die dieses Kulturcafé in den Kulturpalast einbauen wollte, anstelle der Touristinfo offensichtlich. Und ich denke, in der freien Wirtschaft würde sowas nicht geben. Aber wir müssen auch die Analogie schließen zu dem, was wir heute auch beschlossen haben. Und das bestimmt mich dann noch mehr traurig, denn wir sehen ja, wie schlecht offensichtlich gearbeitet wird, wenn es mit Steuergeldern geht, und gerade bei Baugeschichten. Wir haben ja viel schlimmere Beispiele noch in anderen Bundesländern und anderen Großstädten. Ja, und dann haben Sie heute dieses Woba-Projekt auf den Weg gebracht und gerade dieses Beispiel hätte Ihnen ja Abschreckung genug sein müssen, wie unsäglich teuer es wird, als Kommune ins Baugeschehen eingreifen zu wollen. Die AfD-Fraktion, wie eingangs gesagt, wird diese Erhöhung diese Leihgabe für 4,3 Millionen an die KED zustimmen. Wir sehen ja gar keine andere Wahl. Das Gebäude muss fertiggestellt werden. Das ist auch, wenn man so will, natürlich eine Form der indirekten Erpressung. Wir wollen diese Peinlichkeit für die Stadt ersparen, dass das Gebäude nicht rechtzeitig fertig wird. In dem Sinne werden wir zustimmen. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Frau Müller, bitte schön.
Ja, eigentlich hatte ich mich nicht als Redner angemeldet, aber nachdem der Herr Wirz jetzt hier gesprochen hat, muss ich schon noch ein paar Dinge klarstellen. Herr Wirz, wenn Sie schon gewusst haben im August, dass der Kostenrahmen überschritten ist, dann haben Sie, können Sie hell sehen. Ich habe das im September erfahren, dass der Kostenrahmen jetzt ausgeschöpft ist in der Lenkungsgruppe. Ich weiß nicht, wo Sie diese Information her haben. Im September hieß es, der Kostenrahmen ist jetzt ausgeschöpft, aber damit war noch nie die Rede davon, dass es ein Mehrbedarf sein wird. Im Oktober sind wir damit, Ende Oktober sind wir davon in Kenntnis gesetzt worden, dass es teurer wird. Und ich habe im Dezember auch die 10 Millionen Zustimmung gegeben, sondern 6,9 Millionen für den Kulturpalast. Das andere war die Kunstkraftwerk, die Summe, die wir dort zugestimmt haben. Und ich denke, wir sollten bei unseren Äußerungen hier in dem Rahmen bei der Wahrheit bleiben, wenn es um solche wichtige Dinge geht. Es ist richtig, Sie haben in gemeinsamer Sitzung des Kulturausschusses und des Finanzausschusses beantragt 7,8 Millionen, wo in der Vorlage angekündigt war, das sind 7,3 Millionen, die sich dann vom 24.01. schon wieder bis zum Montag, am 28.12. auf 7,8 Millionen erhöht hat, den Oberbürgermeister zu ermächtigen, das Geld jetzt freizugeben. Da haben wir Nein gesagt. Wir wissen, dass, was von der KID angekündigt wird, 4,3 Millionen jetzt notwendig sind und die 4,3 Millionen müssen auch jetzt bereitgestellt werden, damit weitere Aufträge ausgelöst werden können und die Baufirmen nie weiter in Verzögerung zu geraten, sondern der 28.04. ist ein Punkt, wo wir unbedingt den Kulturpalast öffnen müssen. Alles andere wird viel, viel teurer, wenn wir an die Strafen gehen, die eventuell kommen auf die Stadt, die dazu kommen, weil wir Verträge nie einhalten. Oder auf der anderen Seite, weil wir umgruppieren müssen, umziehen müssen, Karten gegebenenfalls umbestellen müssen, andere Räume anmieten, das ist eine Katastrophe. Also ich habe in der Lenkungsgruppe in den Jahren gesessen und bin immer den guten Mutes gewesen, dass ich den KAD geglaubt habe und der Verwaltung geglaubt habe, was uns gesagt worden ist. Wir sind im Kostenrahmen und wir sind im Zeitbudget. Nun, in den letzten Vierteljahr des Jahres 2016 hat es sich anders dargestellt. Und trotz alledem sind wir jetzt in der Verantwortung, das Geld zur Verfügung zu stellen, aber nie als Blankoscheck, so wie Sie das jetzt gerne machen wollten, damit die Firmen, die uns ja hier teilweise ja auch unter Druck setzen, die Möglichkeit geben, den Druck noch mehr zu erhöhen. Deshalb heute den vernünftigen Beschluss mit 4,3. Und alles andere müssen wir in den nächsten Wochen erarbeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung. Linke nochmal das Wort gewünscht, Herr Wirz, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Müller, dass ich August gesagt habe, das war ein bisschen die Ehrenrettung der KID, ob man das nach einer jahrelang laufenden Baustelle mit 4 Wochen rausreißt, weiß ich nicht, aber wir sind natürlich informiert worden, dass es in der KID der Bauleitung und der Geschäftsführung im August aufgefallen ist. Sie sind natürlich dann im September erst informiert worden, aber es wäre ja noch doller, wenn das noch einen Monat später aufgefallen wäre. Es ist so schon doll genug, dass sozusagen kurz vor Schluss der Baustelle wir mit einmal mit diesem Ding konfrontiert werden, wo es jahrelang hieß, wir sind im Budget und wir sind im Zeitplan. Das ist das Erste. Und das Nächste ist, wir erteilen keinen Blankoscheck. Es geht um unabweisbare Nachträge. Und den Baufirmen auf der Baustelle ist es vollkommen wurscht, ob wir das Geld hier freigeben oder nicht. Für die ist entscheidend, ob das, was sie auf der Baustelle umsetzen sollen, auf den Plänen steht und im Leistungsverzeichnis. Und wenn es nicht im Leistungsverzeichnis steht, dann führt das zu einem Nachtrag, ob wir das Geld hier freigeben oder nicht. Und dort wird dann die Projektsteuerung entweder ablehnen oder nicht. Und wenn sie zu Unrecht ablehnt, wird die Baufirma einfach sagen, dann führen wir es nicht aus. Und dann kommt die ganze Terminkette ins Stolpern. Die Dramatik hat uns Herr Walter in der Lenkungsgruppe im Finanzausschuss geschildert. Im Kulturpalast wird, um den Termin zu halten, von den beteiligten Firmen im Dreischichtsystem gearbeitet, das heißt rund um die Uhr.
7 Tage die Woche. Ein Verzug, eine Firma, die dort zu Recht sagt, ich bin mit dieser Leistung, die hier notwendig ist, um das Werk zu vollenden. Wir befinden uns im Werkvertrag. Es muss der hundertprozentige Erfolg des Werkes garantiert werden. Und eine Firma kann dort zu Recht sagen, wenn das nicht beauftragt wird, wenn dieser Nachtrag strittig bleibt, dann verlasse ich die Baustelle oder stelle die Arbeiten ein. Oder aber auch, wenn ich keine Beschleunigungszulage bekomme, dann nehme ich meinen Terminplan und nehme die ganzen Behinderungen, die sich aus dem Bauverlauf ergeben haben, und setze die hinten ran. Dann halten wir am 28.04. den Termin nicht. Wir haben, egal welche Summe wir hier beschließen, kein Druckmittel. Auch die jetzigen 4,3 Millionen, die beschlossen werden sollen, stehen unter dem Vorbehalt der Unabweisbarkeiten der Nachprüfung. Und ein Projektsteurer, der einen ungerechtfertigten Nachtrag freizeichnet, der macht sich haftpflichtig. Das bitte ich zu beachten. Das heißt, es ist besser, jetzt den Tatsachen ins Auge zu sehen, der Projektsteuerung und dem Bürgermeister hier das Geld an die Hand zu geben. Es wird so und so im Nachhinein durch das Rechnungsprüfungsamt, ist die Prüfung schon im Dezember beschlossen worden. Die ist zwangsläufig. Und wir ersparen uns damit die Peinlichkeit, die Eilvorlage und auch das Risiko, dass irgendetwas schief geht. Weil der Herr Walter hat gesagt, er wird ohne Deckung als Geschäftsführer keinen Auftrag unterschreiben, für den er kein Geld hat. Und dieses Risiko möchte ich ehrlich gesagt nicht eingehen. Wie gesagt, wir werden uns spätestens in der übernächsten, wahrscheinlich in der nächsten Sitzung wieder treffen und dann die gleiche Schleife wieder drehen. Ersparen Sie uns das bitte. Machen wir das jetzt fertig. Geben wir der Baustelle auch die Gewissheit, fertig bauen zu können, und gefährden wir nicht den Termin, weil die Folgen wären wesentlich schlimmer als eine Differenz von knapp 4 Millionen Euro, um die es jetzt geht. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Pilias-Jene. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir Grünen werden diesem Nachschlag zähneknirschend zustimmen. Wir haben ja im Finanzausschuss, also in der gemeinsamen Sitzung Finanzausschuss und Kulturausschuss, haben wir die Summe ja schon angepasst, weil Herr Walter da ziemlich deutlich gesagt hat, das sind die Dinge, die tatsächlich wirklich geprüft auf seinem Tisch liegen, und da haben wir die Summe schon angeglichen. Ich selber, das kann ich hier so sagen, weil ich im Finanzausschuss auch so argumentiert habe, habe durchaus Sympathien für die Idee von Herrn Wirz zu sagen, wenn wir schon wissen, dass es mehr wird, dann lasst uns das doch gleich mehr beschließen. Allerdings habe ich auch großes Verständnis für diejenigen, die sagen, dass man da vielleicht also doch noch also die psychologischen Barrieren dann noch kleiner sind. Ich will an der Stelle nur sagen, ich habe das ja nachvollziehen können, dass die Verwaltung uns genau dieses Argument geliefert hat. Deswegen hätte sie die Summe, sie hatte sie ja noch kleiner gesetzt, so gewählt, damit da vielleicht noch gewisse psychologische Hürden sind. Dann allerdings in die Begründung im Prinzip die Summe zu schreiben, die dann tatsächlich noch kommt, da hätte man sie eigentlich auch vorne reinschreiben können, denn also ich meine, dann ist die im Raum. Und deswegen wird sich meine Fraktion jetzt bei diesem Änderungsantrag von Herrn Wirz in der Abwägung, das wäre positiv, das ist aber vielleicht doch negativ, enthalten, weil das dann in der Mitte rauskommt. Ganz kurz noch mal zur Einschätzung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt die Einladung für die Eröffnung in meinem Fach gefunden hatte. Das zeigt mir, dass die Verwaltung doch sehr optimistisch ist, dass wir wirklich den Termin halten. Und das ist, glaube ich, auch das Zentrale, worum es uns jetzt gehen muss. Ich kann hier auch nur noch mal an der Stelle sagen, dass ich ja mehr als irritiert war, dass nachdem im September, Frau Müller hat es völlig richtig zitiert, es zwar hieß, jetzt sei der Rahmen ausgeschöpft, aber nicht angezeigt wurde, dass da jetzt in Größenordnung noch irgendwie was kommt. Und wie groß die Größenordnungen waren, das wissen wir ja jetzt alle. Da hilft es nichts, obwohl man das vielleicht schon auch noch mal formulieren sollte, dass wir insgesamt, was den Kostenindex für ein Gebäude dieser Art angeht,
immer noch ganz gut stehen. Aber wenn einem bis September gesagt wird, wir halten nicht nur den Zeit-, sondern auch den Finanzplan, dann ist es einfach eine große Enttäuschung, wenn es nicht so ist. Und ich habe Akteneinsicht auch beantragt, weil ich doch auch mal sehen will, welcher Art die Verträge der Stadt und der KID mit den Architekten, mit den Steuerern, Projektsteuerern sind. Ich vermute mal, also ich hoffe, dass da auch bestimmte Verabredungen getroffen sind, von denen ich jetzt mal aus meiner Beobachtung ausgehe, dass die nicht alle eingehalten wurden. Und deswegen bin ich auch froh, dass uns die Verwaltung ja von sich aus schon das Rechnungsprüfungsamt schon eingeschaltet hat. Wir haben noch im gemeinsamen Ausschuss mit hineingetextet, dass man eben auch mögliche Schadensersatzforderungen prüft. Und von daher denke ich mal, werden wir irgendwann dann doch hoffentlich sehen, wie es dazu kam, wie es kam. Danke. SPD-Fraktion, Herr Heinrich. Verzichtet. FDP, Freie Bürger. Herr Fischer, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns nicht blamieren wollen. Wir wollen alle am 28. die Vorstellungen haben. Ein und frei. Aber ein paar Nachsätze doch noch. Als wir am Montag zusammensaßen, einte uns in den beiden Ausschüssen wirklich das Gefühl, wir müssen schnell und zügig retten, dass wir das noch hinbekommen. Und da wurde eine Summe genannt und da stehen wir auch dazu als Fraktion. Wir wollen aber nicht Blankoschecks austeilen. Dann lieber noch ein paar Sondersitzungen, wenn noch eine neue Summe kommt. Aber im Lenkungsausschuss am Dienstag, dann hat es mich wieder umgeschmissen. Und das war, ich kam mir vor wie in einem kleinen Parteileier und es wurde runtergerattert, welche Mechanismen alles die KID hat und wie sie alles kontrollieren. Aber davon scheint doch nichts zu stimmen. Der Herr Ernst hat doch Dinge erzählt, ich komme gar nicht nach, alles zu über, also ich kann das gar nicht richtig überprüfen. Aber ich weiß, wie man in Dresden spricht. Durch die Baufirmen ist bekannt, dass das Kraftwerk Mitte unter einer Projektsteuerung von Züblin sauber gelaufen ist. Einigermaßen sauber. Ein bisschen Schmutz kann schon noch sein. Aber was die KID hier gemacht hat, das spricht sich doch rum, wenn da irgendwelche Lüftungsanlagen zu zeitig eingebaut werden und die Trockenbauwände sind noch nicht fertig. Oder der Orgelbauer setzt gerade diese schönen Pfeifen jetzt und ärgert sich aber, dass noch Staubwolken kommen. Ey Leute, das ist doch Schluderei am laufenden Band. Wenn ich also das Geld gebe, um den 28. zu halten, wünsche ich mir im zweiten Schritt dann aber auch später mal eine saubere Aufarbeitung, was dort nicht gut gelaufen ist. Dankeschön. Ja. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Haben zunächst einen Änderungs- oder besser gesagt Ergänzungsantrag, Fraktion Die Linke. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ja, 38 Nein, 11 Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung und 63 Ja-Stimmen wäre dies so beschlossen.